bin Sabrina, bin 18 Jahre alt, komme aus Simbach und meine Ausbildung zur Konditorin mache ich beim Café Simon in Passau, bin im zweiten Lehrjahr und jetzt zeige ich euch meinen Arbeitsplatz. Als Konditorlehrling beim Café Simon macht man zum Beispiel Torten, Schokoladen, Pralinen oder Eis. Und heute zeige ich euch mal, wie man Sandgebäck macht. Das macht man nicht nur an Weihnachten, sondern auch das ganze Jahr über. Da muss man als erstes die Masse in den Spritzbeutel geben und dann dressiert man das Ganze aufs Backblech auf. Hallo, ich bin der Erik, bin 16 Jahre alt, mache Ausbildung zum Konditor in der Konditorei Simon und mache gerade ein Bananeneis. Dafür habe ich die Bananen hergeschnitten, dann habe ich es in die Grundmasse von Milch und Zucker eingeschüttet, dann wird es in die Maschine erhitzt, dann wird es unten gefroren und als leckeres Eis kommt es dann raus. Meine Ausbildung beim Café Simon macht mir sehr viel Spaß, weil einfach das Arbeitsklima super ist und man versteht sich auch mit dem Chef ganz gut. Und nach meiner Lehre mache ich dann noch Bäckerlehre und danach noch einen Meister, dass ich mich dann eventuell selbstständig machen kann. Mir macht die Ausbildung zum Konditor sehr viel Spaß, weil ich auch sehr kreativ sein kann, wie zum Beispiel bei den Pralinen. Da kann ich auch meine eigenen Ideen einbeziehen, wenn ich möchte. Das Gute am Konditor ist, ich darf meine Sachen auch probieren. Und am Mittag habe ich schon frei.